Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von QSO4U Tech. Heute mal etwas außerplanmäßig, aber das Update kam für mich, weil ich es wahrscheinlich verbummelt habe, auch ganz außerplanmäßig. Nämlich gibt es jetzt eine 64-Bit-Variante vom Mozilla Firefox. Und ich habe ja bereits in meinem letzten Video, wo es eben auch um das Thema ging, Firefox Performance und so weiter, da habe ich ja auch schon den Waterfox vorgestellt und ich habe auch bereits schon mal erwähnt, dass die Alpha oder die Preview, die Nightly, wie es beim Mozilla heißt, dass die bereits mit 64-Bit ausgestattet ist und dass die richtig abgeht auf gut Deutsch. Und es gibt ja auch schon seit längerer Zeit für Linux eine 64-Bit-Variante. Mit Version 42 gibt es jetzt auch eine 64-Bit-Variante für Windows. Die ist derzeit noch nicht im Update-Stream mit drin. Das heißt also, jemand, der hier über die Hilfe updatet, was ich jetzt mal kurz demonstriere, da wird er zwar ein Update bekommen, aber der wird natürlich das Update bekommen, das im Moment die Version, die im Moment installiert ist. Und das ist natürlich im Regelfall, oder was ist im Regelfall bei Windows, immer die 32-Bit. Hier sieht man es mal ganz schön in der Systemsteuerung. Mozilla Firefox 4102x86.de. Und ja, wie kriegt man das ganze Ding jetzt trotzdem geupdatet? Man ist ja neugierig und man möchte es natürlich relativ schnell haben. Kurzum, was bringt eigentlich 64-Bit? Mehr Performance. Also das ist einer der größten Vorteile von 64-Bit. Mehr Performance, bessere Ressourcenauslastung auf dem System. Also jemand, der eine ordentliche Kiste hat, der wird auch merken, dass sich da was tut. Es sind natürlich auch noch andere Features dazugekommen, aber das ist so für mich das i-Tüpfchen, sag ich mal. Des Weiteren blockiert jetzt auch der Firefox viele Tracking-Tools, die auf Webseiten eingebunden sind. Richtig so, sag ich. Und wer den Firefox benutzt, der hat ja meistens sowieso den Anspruch an Datenschutz und möchte nicht überall getrackt werden. Deswegen genau die richtige Entscheidung. Aber wie kommt ihr jetzt da an diese 64-Bit-Variante? Mozilla hat die nämlich bereits schon bei sich im FTP-Server veröffentlicht. Den Link gibt es natürlich wieder im Artikel und den Link zum Artikel findet ihr in der Videobeschreibung auf YouTube. Und da könnt ihr das dann schon mal downloaden. Und das Teil hat 42 MB. Ich lade es jetzt hier mal schnell runter. Und dann können wir upgraden auf die 64-Bit-Variante und das Ganze ist natürlich dann auch mit den alten Daten. Also da wird nichts gelöscht, das Profil bleibt bestehen. Man macht einfach ein Upgrade und hat dann 64-Bit und kann sich freuen. Ja, das ist so zusammengefasst die ganze Vorgehensweise jetzt. Und was natürlich auch sehr gut wäre, wenn ihr auch vielleicht als Chrome-User jetzt mal drüber nachdenkt, macht es vielleicht Sinn, wieder auf den Firefox umzusteigen. Ich würde es auf jeden Fall mal testen als Chrome-User, denn Firefox bietet doch sehr viel Vorteile, die man mit dem Chrome nicht hat. Und viele Chrome-User, die von Firefox weg sind, die haben das eigentlich immer wegen der Performance begründet. Ich schließe jetzt mal den alten Browser und jetzt den alten in Anführungsstrichen, den 32-Bit-Browser. Jetzt klicke ich hier das alles mal durch. Standardinstallation, aktualisieren. So, und jetzt aktualisiert er das. Ja, und wie gesagt, das Hauptargument war halt einfach immer für den Chrome die Performance, unter anderem. Und das könnte sich natürlich jetzt entscheidend ändern. Und ich finde das natürlich als Befürworter des Firefoxes wirklich gut. So, und jetzt müsste das Teil auch schon starten. Und hi, voilà, wir sehen, unser Firefox ist jetzt geupgradet. Hier haben wir die Version 42. Dann gucken wir nochmal schnell in die Systemsteuerung. Lassen hier die Informationen neu laden. Wir sehen, eine 64-Bit-Variante ist jetzt installiert. Wie gesagt, Link dazu natürlich in der Beschreibung. Jetzt gucken wir mal, bringt er damit auch eine Website auf. Ihr seht schon, der Verlauf ist auch drin geblieben. Also er hat es schon mal gespeichert, was natürlich auch sehr wichtig ist. Und dann können wir diese 64-Bit-Variante auch ganz normal benutzen. Ja, und wenn unsere Seite jetzt laden würde, aber das liegt einfach an meinem Internet. Also da muss ich wirklich sagen, das liegt weder an unserem Server noch am Firefox. Das ist einfach mein Internet. So, und jetzt ist hier unsere Seite auch geöffnet. Und das funktioniert auch alles so, wie es sein soll. Gut, in diesem Sinne
viel Spaß mit 64-bittigen Firefox und ich hoffe, dass Mozilla uns dann nicht enttäuschen wird. Und wie gesagt, Chrome-User, schaut vielleicht auch mal da ein bisschen über den Tellerrand und es schützt auf jeden Fall eure Privatsphäre, wenn ihr ein bisschen weniger Google nutzt und ein bisschen mehr auf Open-Source-Software setzt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Steffen Kolb von QSO4U Tech.